Wie komme ich in die Selbstliebe? Das ist eine weitere Frage, die mir gestellt wurde, auf die ich heute gerne eingehe. Und ja, ich begrüße dich erstmal ganz herzlich zum heutigen kleinen Beitrag. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Wie kommst du am besten in die Selbstliebe? Indem du morgens nach dem Aufstehen ins Badezimmer gehst und dich selbst schon mal im Spiegel ganz liebevoll anschaust und dir einen wunderschönen guten Morgen und guten Tag wünschst. Wir schauen uns zwar im Spiegel morgens an und schminken uns, oder die Männer rasieren sich, so nach dem Motto, ich kenne dich zwar nicht, aber ich rasiere dich trotzdem mal. Aber so ganz bewusst anschauen und sich selbst mal einen schönen guten Morgen wünschen und sich in die Augen schauen, wann machen wir das mal? Wir schauen uns eher im Spiegel auch mal noch bewertend und verurteilend an, dass wir denken, oh, schon wieder ein graues Haar dazu, oder wie liegen meine Haare heute überhaupt, oder es ist schon wieder ein Fältchen dazu gekommen, oder wie bin ich heute so blass, keine Ahnung. Wir sind ja da sehr, sehr kreativ im Hinblick auf bewertende und verurteilende Gedanken. Und deshalb würde ich dich dazu einladen, mal ab sofort ins Badezimmer zu gehen, dich im Spiegel ganz liebevoll anzuschauen, dir drei Dinge auszusuchen, die du schön an dir findest, und zwar jeden Tag auf ein neues. Ganz bewusst Dinge an dir suchen, die du schön findest. Wenn du jetzt denkst, ich finde überhaupt nichts schön an dir, dann schau dich bitte mal im Spiegel ganz liebevoll an. Schau dir erstmal in die Augen, schau dir im Spiegel mal wirklich selbst in die Augen und sag dir mal selbst, wie einzigartig du bist, was für ein Geschenk du für diese Welt bist. Und mach dir mal bewusst, welche eigene Gaben du hast, wie du einzigartig bist. Du bist eine einzigartige Persönlichkeit. Schau mal, es gibt auf dieser Welt nur dich in deiner Variante ein einziges Mal. Allein das zeigt schon von deiner Einzigartigkeit. Dein Denker, der Verstand, der schüttelt jetzt vielleicht den Kopf, wenn er hört, ich soll einzigartig sein und ich bin einzigartig hier auf der Welt. Ja, das bist du. Du hast ein ganz eigenes Potenzial, ganz eigene Gaben mit auf diese Welt gebracht, und schon deshalb bist du einzigartig. Und schon deshalb darfst du dich beginnen, so anzunehmen, wie du bist, mit deiner einzigartigen Persönlichkeit, und dich quasi in dich selbst verlieben. Und das kann damit beginnen, wenn du, wie gesagt, dich im Spiegel ab sofort regelmäßig morgens liebevoll anschaust, dir einen wunderschönen Tag wünschst, dir wirklich mal bewusst in die Augen schaust und mal so zwei, drei Dinge dir aussuchst, die du gerade heute schön an dir findest. Das kann jeden Tag oder sollte auch jeden Tag etwas anderes sein. Such dir da gerne jeden Tag neue Dinge aus, die du schön an dir findest. Und dann gehst du mal hin und schenkst dir mal selbst eine Umarmung und sagst dir, ich liebe mich. Sagst am besten noch deinen Vornamen dazu, ich liebe mich. So wie ich bin, so bin ich vollkommen in Ordnung. Ich bin ein Geschenk für diese Welt mit meiner ganzen Einzigartigkeit. Bin ich ein Geschenk für diese Welt, und alles, was ich brauche für ein wunderbares Leben, steckt bereits in mir. Also schenk dir gerne selbst eine Umarmung, öffne dein Herz dir selbst gegenüber mit diesen Worten oder so ähnlich, finde deine eigenen Worte, wie ich es gerade jetzt so einfach auf die Schnelle von mir gegeben habe. Und dann kannst du noch hingehen, kannst dich vor den Spiegel nochmal richtig aufrecht hinstellen, Rücken sollte gerade sein, und dann klopfst du dir selbst mal mit deinen Händen auf die Brust, entweder Fäuste hört sich jetzt ein bisschen aggressiv an, aber hier richtig dein Brustchakra mal aktivieren. Du kannst es auch einfach so mit den Händen machen, wenn du nicht gerade die Hände zu einer Faust ballen möchtest, wenn sich das zu krass für dich anfühlt, und dein Herz hier einfach mal aktivieren, durch dieses Klopfen da Energie reinlassen und dich da so ein bisschen mit einer Herzensenergie einfach auftanken. Dir selbst eine Umarmung schenken, und du kannst es auch gerne ganz laut sagen, ich bin ein Geschenk für die Welt, alles, was ich brauche, steckt bereits in mir, ich bin einzigartig. Und dann machst du das einfach mal, mach's mal wenigstens 21 Tage hintereinander und schau mal, was es mit dir macht, ob du da nicht auf dem Weg bist, dich in dich selbst zu verlieben. Probier's aus,
und geh sorgsam mit dir um, gönn dir auch tagsüber immer mal wieder Zeiten, die du ganz mit dir alleine verbringst, ganz mit dir alleine bist. Und wenn es nur die 10 Minuten sind, wo du dir gönnst, dich zurückzuziehen, einen leckeren Tee zu trinken oder einen leckeren Saft zu trinken, weil du es dir selbst einfach wert bist. Und das wird ganz viel auf die Dauer mit dir machen. Ich schicke dir jetzt schon mal eine herzliche Umarmung. Ganz lieben Dank für dein Dabeisein und sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Deine Irmgard.